Hallo und herzlich willkommen hier zu The Witcher 3. Wir sind wieder in Weißgarten angekommen. Ganz einfach deswegen, weil es hier noch so viele Sachen zu entdecken gibt. Wenn wir mal schauen, ich habe mir schon mal einen Wegpunkt gesetzt. Hier gibt es noch ein Fragezeichen. Und so viele Schätze und Monsternester hier, das wollen wir auch gleich nochmal uns daran machen jedenfalls. Mal schauen, ob wir das schaffen. Eine verlassene Stätte. Da steht, die Leute waren wegen Monstern oder Banditen gezwungen, diese Gegend zu verlassen. Sie kommen zurück, sobald die Gefahr gebannt ist. Das will ich mir auch gerne mal anschauen. Mal gucken, was dann passiert. Und ja, wie gesagt, hier, wir sind wieder in Weißgarten zurück, um erstens hier auch ein bisschen zu leveln, ein paar Schätze vielleicht zu finden, die ganzen Fragezeichen abzuarbeiten. Und ja, aus... Der zweite Grund ist eigentlich mehr oder weniger, wir waren auch natürlich schon in Velen. Dort sind aber alle Quests so empfohlenes Level, naja, 5, 6, 7 und so weiter und so fort. Und wir sind jetzt gerade Level 4 geworden. Das ist einfach ein Stückchen über unserem Niveau. Also es geht schon, aber ich habe keinen Bock hier auch andauernd zu sterben. Und von dem her... Schauen wir doch einfach mal, ob wir hier noch so ein paar schöne Sachen finden. Ausrüstung. Mal gucken, wenn wir hier tauchen. Es hieß ja, man kann mehr oder weniger überall tauchen und auch schöne Sachen entdecken. Ich bin mal gespannt, ob es hier irgendwo was geben sollte. Und zwar hier in diesem kleinen Fluss. Glaube ich zwar nicht dran, dass es hier unbedingt was gibt. Aber, ja, warum sollte man nicht nachschauen? Oh, da hinten höre ich schon Viecher. Dann tauchen wir mal auf. Ah, ein paar Ertrunkene und da sehe ich doch schon die erste Kiste. Wunderschön. Dann checken wir doch mal kurz, bevor wir hier... Feuerschaden gegen Ertrunkene. Nein, nehmen wir Druckwelle. Oh ja. Ha. Man könnte natürlich mit Feuerschaden sich hier die Fässer zunutze machen. Ist so gut. Ha. Schön abgeblockt. Ja, komm her. Sack rüber ab. Jawoll. Der schwimmt sogar. Nicht schlecht. Jawohl. So, was suchen wir? Silber. Herausgerissene Seite. Greifenabsud. Oh, nice. Ein Schatzjäger, Gambeson. Mhm. Okay. Sehr gut. Alchemistenpulver. Ziegenfell. Was es ja alles für schöne Sachen gibt. Oh, hier liegt sogar einer. Aber jetzt kommt das Spannendste. Die Truhe. Oh ja, eine Kavalierhose. Holz, ein bisschen Silbererz. Noch eine Seite von irgendeinem Absud. Schön. Monsterhahn, Monsterherz. Es ist wirklich unglaublich, was man hier alles looten kann und wie viele Sachen es einfach gibt. Oh. Oh, du hattest aber auch schon bessere Tage. Kleines Reh. Siehst du ja jetzt aus wie... Naja, Püree. So, Inventar. Was haben wir denn als Schönes gefunden? Okay. Oh, die Hose ist schön. Gibt ein bisschen mehr Rüstung. Die Stats sind auch nicht schlecht. Durchbohrung, Schadenresistenz, Zerschmetternresistenz, Aufschlitzenresistenz. Und Resistenz gegen Schaden durch Monster. Einmal frei. Nehmen wir. Das ist unsere alte Rüstung. Kriegerlederjacke. Grün, weil das ist eine Hexerausrüstung. Ich habe mir jetzt nämlich gerade eben vorhin im Dorf bei dem Händler, den man ja ganz am Anfang rettet, mir
diese temerische Rüstung geholt. Die kam ja mit dem ersten oder zweiten DLC dazu. War auch gar nicht günstig, muss ich dazu sagen. Also die hatten wir schon 200 irgendwas Kronen gekostet. Aber die bietet viel Rüstung und die Resistenzen sind sehr gut. 15% durch Bohrungsresistenz und. Das ist schon anständig, also damit kann man schon mal leben. So, was haben wir denn noch? Monsterhaar. Herz. Okay, alles Relikte soweit. Silber ist auch immer wertvoll, auf jeden Fall. Und die Felle. Gerade so ein altes Ziegenfell. Finde ich vom Wert her gar nicht so schlecht. 24. Ja. Kann man schon mal was mit anfangen. So, okay, jetzt haben wir eins abgehakt. Schauen wir mal auf die Karte. Hier waren in der Nähe noch andere. Genau, wir können ja mal... Hier unten in dem Eck ist ja gerade nichts. Dann gehen wir mal hier hin. Zu der verlassenen Stätte. Und schauen mal, ob wir da Banditen oder ähnliches vertreiben können. Hupp. Man hätte jetzt natürlich auch das Pferd nehmen können. Achso, hier steht bloß eine Tja, wenn mir jetzt einer verraten könnte, was ich hier machen muss. Ich weiß es nämlich nicht. Jetzt könnte man natürlich anfangen, irgendwelche Tricks machen. Mhm. Nehmen wir mal Druckwelle. Schön, wie alles wegfliegt. Kurz mal umschauen mit dem Hexersinn, ob sie irgendwas... irgendeinen Tipp gibt. Schön gemacht, Herr. Vom Sound und. Pusteblume. Tja. Dann kommen wir her, Plätze. So. Gut, dann reiten wir einfach mal Heya! Heya! So. Gibt's hier Schönes? Die Rehe hier veranstalten. Ja, wie es fährt, gleich wegrennt. Eine Rehhaut. Anständig. Die bringt bestimmt auch gut was. So, gibt es hier was zu holen? Oh, da haben wir noch was. Frischer Netz und eine Angel. Toll, das brauchen wir auch sicher. Kann hier mal einer das Licht anmachen? Das wäre sehr hilfreich. Nein. Oh, das sieht krass aus. Angelfisch, jetzt Trockenfisch. Alles, ja, damit braucht er nicht mehr, der hier mal gewohnt hat. Hier könnte auch mal einer in dem Haus Rasen mähen. Das ist ja Wahnsinn. Na gut, gibt es hier leider nicht so viel zu holen. Plätze, komm her. Beweg dich. Beweg dich. Kurz mal auf die Karte schauen, wie können wir hier am besten da hinkommen. Wir sollen da hoch. Also dann nehmen wir doch dieses hier und machen eine Schnellreise dahin. Hoppi hoppi galoppi hier. Zack, zack. Uäh. Junge, Junge. Brauchen wir Abtrieb, uns fehlt der Grip in den Kurven hier. Ach ja, hier haben wir den Geist aus dem Ding gekillt. Aus dem Brunnen. Das war auch lustig. Langsamer. Genau. Schnellreise. Hoch zur Mühle. Genau, dahin. Okay.
Finde den zurückgelassenen temerischen Schatz mit Hilfe deiner Hexersinne. Oh, 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 oh. Was nehmen wir denn hier? Ja, ich hab den Pfeil noch gesehen. Dieser Tür. Na komm schon. Alter. Du bist so gut wie tot. Alter, 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 alter. Okay, okay, okay. hart auf die Fresse bekommen? Kann das sein? Und jetzt auch wieder ein Tipp für zwischendurch. Andauernd speichern drücken. Jetzt haben wir natürlich Glück gehabt, dass es hier gespeichert hat nach der Schnellreise, aber ansonsten wäre das ziemlich schnell nach hinten losgegangen hier. Gedacht, wa? Boah, dieser dreckige Bogenschütze geht nicht so viel ein. Komm schon, komm näher. Verdammt. Ich spring dich um. Lass ihn nicht zu Arbeit kommen. Keine Angst. Ey. Was ist mit dem Sack? Hier, ich gebe ihm die Druckwelle und er kippt nicht um. Willst du mich doch verarschen, oder? Ey, hier sind so viele, sind einfach mal echt nervig, ey. Schlechten Mutterwitz gebracht, aber der so hier hereinpasst. Alle zusammen, Leute! So. Meine Güte, wir haben es endlich geschafft. Jetzt erstmal hier 5 Leute durchsuchen. Die haben natürlich alle nur einen Käse dabei. Kleinen Knüppel, ja, was sonst. Jetzt schauen wir doch mal. Die 5 Gegner haben jetzt ganze 32 EP gebracht, ja? Okay, alles klar. So. Hinter der Mühle soll der Schatz sein. Okay, nehmen erstmal die Blumen mit, dann stören die nicht hier. Ah, ich gehe davon aus, dass es unten bzw. den Eingang gibt, wo es runtergeht. Oh, 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 eine Truhe. Oh, schön, schön, schön. Salpeter ist immer gut, um Bomben herzustellen. Ja, hier. Irgendwo da unten müssen wir rein. Ach, hoppala, da stehen wir auch schon drauf. Warte mal, Druckwelle, genau. Hauen wir weg hier. So, dann wollen wir die Fackel. Raus. Oh, oh, wie viele Truhen stehen denn hier? Neues Schema, Glanz, anständig. Noch eine Seite. Ohren und so weiter und so fort. Abgeschlossen. Eng beschriebenes Dokument. Wo
Schade, dass es nicht noch mehr gibt, aber geil. Geil, geil, geil. Sehr gut. Du kannst es jetzt nicht tun. So. Inventar, was haben wir denn als Schimpfs bekommen? Ein Silberschwert mit mehr Schaden. Nice. Das kann man alles verkaufen. 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 Das kann man noch nicht benutzen. Schade. Hat die gleiche Rüstung. Man kann... vergleichen, und zwar durchbohren Resistenzschaden 1%, zerschmettern Resistenz, aha, aufschlitzen und verbrennen Resistenz. Ach, ziehen wir die einfach mal an, um mal zu schauen, wie die aussehen. Jawohl, die blauen Handschuhe, die fand ich nämlich nicht so geil unbedingt. So. Die haben nicht so schöne Werte, Gut. Die anderen Sachen waren also nur so Kleinigkeiten. Aber geil, dass wir den Schatz auch noch gefunden haben. Jetzt schauen wir mal auf der Weltkarte. In der Zwischenzeit werde ich mich da mal schlau machen, was es mit der verlassenen Stätte hier auf sich hat. Da muss man ja irgendwas machen können. Irgendwie muss ja da irgendwas, das werde ich mal herausfinden. Und hier, gerade hier in der Umgebung, haben wir 6, 7 Fragezeichen, die wir alle in der nächsten Folge machen werden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ich was übersehen haben sollte oder ihr irgendwelche Tipps für mich habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch noch was. Macht's gut. Ciao.